heute ist Ruhetag. Ruhetag. Karl und ich fahren jetzt nach Belitz. Vielleicht kennt ihr dort diese ehemaligen Heilstätten da. Da gibt es ja auch so einen Baumkronenpfad und so. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und auf diesem Weg laufen. Genau, natürlich schauen wir uns das von oben an. Genau, und ich bin äußerst gespannt, weiß auch noch nicht so richtig, was uns da erwartet. Also ich habe zwar gegoogelt, aber man findet irgendwie, also speziell zu diesem, bei der Website von dem Baumkronenpfad, echt irgendwie wenig so Eindrücke, von wie das halt von oben so aussieht, aber ja, das wird bestimmt ziemlich cool. Mitten in der Woche, kurz vor Mittag hier zu sein, ist natürlich chillig, weil hier ist niemand, sind ja auch nicht mal Schulferien oder so. Also es ist, glaube ich, die richtige Zeit. Wir haben schon ein Gebäude erspäht durch den Zaun, gehen jetzt aber gleich mal hier vor. Also wir gehen zuerst zu diesem Baumkronenpfad. Da stand irgendwas mit Führungen. Ich weiß nicht, ob die da inklusive sind in den Eintrittspreisen. Nein, dann laufen wir in den Weltraum. Ja, so ungefähr. Und hinter uns ist noch irgendwie noch ein anderer Bereich. Aber unser Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Baumkronenpfad und vor allem auf einer Toilette. Auf eine? Toilette. Ja, wir sind sehr gespannt. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, glaube ich, hierher zu kommen, wenn niemand da ist. Ja, also 1, 2, 3 Eindrücke habe ich ja tatsächlich mitgefilmt. Wir waren natürlich jetzt nur auf dem Baumkronenpfad und im Außengelände, weil in die Häuser rein kommt man nur mit einer Führung. Die meisten Führungen sind ab 12, teilweise ab 16. Karl ist natürlich noch lange nicht so alt. Das ist ja aber nicht schlimm. Aber wenn wir da mal rein wollen, dann müssen wir das halt ohne Karl machen, mit einer Führung. Aber ich fand das jetzt auch richtig cool, schon so von außen und erstmal einen Eindruck zu gewinnen.